Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute soll es mal um den Seitenständer gehen. Ich habe mir einen Seitenständer gekauft vor längerer Zeit. Der lag ewig im Keller rum. Ich habe ihn mir gekauft, weil es mir immer auf den Sack gegangen ist, immer den Hauptständer zu benutzen. Eben mal schnell zur Bank rein, Geld abheben, wieder den Roller so hochhieven und mit dem Seitenständer einfach nur kurz nach vorne drücken und der steht, der Roller. Und es ist wirklich ein Mehrwert. Es ist so viel angenehmer. Es gibt so viele Momente, wo man mal kurz nur für ein, zwei Minuten oder für Sekunden absteigen muss und das geht viel angenehmer, leichter und vor allem schneller. Ich wollte euch heute einfach nochmal zeigen, wie ich das Teil zusammenbaue anhand meiner Aprilia SR50R. Das ist überhaupt gar nicht schwer, das ist total easy. Ich denke, das ist bei jedem Roller sehr ähnlich, da man den Hauptständer unten am Rahmen irgendwo befestigen muss. Bei meiner Aprilia sind da auch extra Bohrungen am Rahmen, wo das schon vorherbestimmt wurde, dass da ein Seitenständer dran montiert werden kann oder nicht. Serienmäßig ist da leider kein Seitenständer mit dabei. Also los geht's. Als erstes muss man die untere Verkleidung abmachen. Ich denke, das ist bei jedem Roller sehr ähnlich, wenn nicht gleich. Nachdem man die untere Verkleidung abgemacht hat, habe ich mir die Verkleidung mal genauer angesehen und da sieht man auch schon direkt Markierungen, wo man das aussparen muss, damit der Seitenständer durch diese Öffnung kann. Dann habe ich geguckt, unten am Rahmen, wo die Bohrungen sind, damit ich ungefähr weiß, wo ich gleich hin muss. Bei mir musste ich da erstmal ein bisschen Platz machen. Das Rohr für die Variomatiklüftung muss ich dort leider entfernen. Da ist dann auch kein Platz mehr. Diesen Platz nimmt dann der Seitenständer ein, aber ich denke mal, wenn dieses Rohr nicht mehr da ist, dann ist das, glaube ich, jetzt nicht ein Weltuntergang. Dann ist zwar etwas weniger Kühlung da, aber ich glaube, bei dem 50 Kubik ist das nicht so schlimm. Zum Glück hatte ich die Schrauben noch. Ich habe zwar ganz viele Schrauben noch in meiner Sammlung, in meiner Kiste, aber es ist halt immer mit Zeit verbunden, die richtigen Schrauben heraussuchen und so weiter. Dann musste ich bei mir, bei meiner SR einfach ein bisschen Platz machen, die Kabel ein bisschen verschieben, ein bisschen reindrücken, rausdrücken, sodass genügend Platz vorhanden ist. Bevor ich den Seitenständer montiere, habe ich die Feder nochmal erstmal mit Öl geschmiert und ein bisschen sauber gemacht mit WD-40 und danach noch mit ein bisschen Langzeitfett die Feder oben an den eingehakten Stellen fetten und die Feder generell ein bisschen fetten, da die Feder wirklich irgendwann richtig anfängt zu quietschen und das kann man direkt von vornherein so vermeiden. Den Seitenständer einfach positionieren, dort wo die Bohrungen sind, die Schrauben rein. Hier benutze ich auch auf jeden Fall Unterlegscheiben und Spannscheiben, damit sich die Schraubmutterverbindung nicht lösen kann. Ich mache das eigentlich sehr gerne mit diesen Spannscheiben, weil für verschraubte Teile, die man jetzt einmal montiert und dann für immer dranbleiben. Ich habe keine Lust, die alle paar Monate nachzuziehen. Deswegen würde ich das jedem auch anraten, immer Unterlegscheiben und Spannscheiben zu benutzen. Einfach nur zwei Schrauben rein, fertig und der Ständer sitzt. Jetzt muss ich mich nur noch um die Verkleidung kümmern. Man muss halt dieses Stück der Verkleidung dort wegbekommen. Und das kann man am besten mit einem Dremel machen. Ich liebe diesen Dremel. Ich habe den schon so oft benutzt für alles Mögliche. Da nimmt man sich einfach einen geeigneten Aufsatz und schneidet entlang der Markierung einfach das Teil dann aus. Das habe ich dann gemacht, sah direkt danach ein bisschen kantig aus. Dann habe ich mir einfach ein Stück Schleifpapier genommen und die Kanten ein bisschen geglättet. Das war es im Grunde auch schon, also total easy und unkompliziert. Zuerst dachte ich, wenn ich dann die untere Verkleidung mit dem Loch montiere, sieht man das Loch vielleicht noch, aber nein, man sieht das Loch überhaupt nicht. Es ist gerade genug Platz, dass der Seitenständer da durchpasst, also alles optimal. Ja, so sieht das dann aus. Super angenehm. Ich bin wirklich richtig froh, dass ich jetzt endlich einen Seitenständer habe. Wenn ich den Roller kurzzeitig irgendwo abstellen muss, benutze ich den immer. Wenn ich den Roller länger irgendwo stehen lasse, benutze ich immer den Hauptständer, weil ich dann einfach ein besseres Gefühl habe, weil ich denke, wenn ich den Seitenständer zu lange benutze, ist die Belastung für den Rahmen vielleicht zu groß, aber vielleicht ist das auch nur Einbildung. Aber ich mache es trotzdem, dass ich bei längeren Standzeiten einfach immer noch den Hauptständer benutze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!